alle liebe YouTuber. Das Thema Tischdeko im Sommer, das beschäftigt mich doch dann immer wieder in ganz vielen Varianten. Und ich habe jetzt mal heute einfach ein schönes Tablett, das sich eigentlich für Sommer wie Winter ganz toll benutzen lässt, mitgebracht. Und mein heutiger Gedanke ist, dass man hier so richtig schön mit einfachen Mitteln, mit Gläschen, ja, ich würde vielleicht 5 Stück nehmen oder so, dass man ganz toll mit Blumen so ein lässiges Arrangement machen kann. Aber dazu brauchen wir natürlich noch die Blumen. Und das zeige ich euch, wie man das so schön arrangieren kann. Und dazu müsst ihr einfach nur dranbleiben. Es gibt wieder viele Tipps und Tricks während des Videos. Ich erzähle ja immer ganz viel, was man so beachten muss. Aber mehr kommt gleich im Video. Wie immer mache ich vorher gerne eine Rückschau. Wie gesagt, das Thema Tischdeko beschäftigt mich dann doch öfter. Und ich habe dann oft überlegt, wie man als Alternative zu einem gebundenen Strauß, so wunderschön gebunden, aber da braucht man ja eigentlich schon fast eine floristische Fachkraft, die sowas macht. Das ist natürlich ein Traum, aber das kann jetzt nicht jeder. Vielleicht Leute, die meine Videos oft gucken. Die können das bestimmt eher. Ja, und dann habe ich auch im vorletzten Video habe ich mal gezeigt, da blende ich noch mal ein Foto ein, wie man Vasen mit Öffnungen, ja, die eigentlich zu groß sind, um Blumen so einzustellen, weil die würden ja so liegen, wie man dir da auch sehr richtig schön easy Blumen einstellen kann und die ganz leicht bestücken kann. Da kommt der Videolink noch mal rein, weil ich glaube, das war auch eine pfiffige Idee, die jeder so ganz einfach selber nachmachen kann mit Blumen nach der eigenen Wahl. Und dann hat mich auch noch beschäftigt, alle Welt will Gläser. Gläser, Gläser, Gläser. Ja, und dann habe ich hier nochmal eine Alternative zum Steckschaum gezeigt im letzten Video und habe Aludraht genommen und habe Aludraht verschlungen. Und hier ist der Aludraht, ja, und da ist auch noch ein richtig schönes Video, weil ich finde, das Ergebnis ist einfach ein Wow-Effekt, ja, Wahnsinn. Und da habe ich auch im Video gezeigt, wie man so mit ganz einfachen Mitteln so eine richtig tolle Tischdeko machen kann und eigentlich mit gar nicht so viel Blumen. Ja, und das ist ja immer mein Ziel. Ich möchte gern Sachen zeigen, die einfach nachzumachen sind. Ich versuche immer gut zu erklären. Viele sagen das. Ich freue mich über eure Rückmeldung total. Ja, und genauso ist mein heutiger Gedanke auch, so eine schöne, ja, sommerliche, einfache Tischdeko mit Gläschen. Und ich glaube, das wäre so ein Knaller auf jeder Kaffeetafel. Aber da legen wir jetzt gleich mal los. Und ich fülle erstmal das Wasser in die Gläser. Ja, bleibt mal dran. So, du bist auf Sendung. So, wunderbar, ich bin schon auf Sendung, okay. Gut, ich habe diese Gläschen jetzt extra ziemlich hoch mit Wasser gefüllt, weil es kann ja sein, dass die Stiele nicht bis unten hin im Wasser stehen. Das heißt, dass die Blumen versorgt sind, gut versorgt sind, sollte man auf jeden Fall die Blümchen, die Väschen hoch mit Wasser füllen. Und jetzt sind es ja relativ schmale Hälse von diesen Gläschen. Also so viel bekomme ich da leider gar nicht rein, habe ich gerade gedacht. Okay, deswegen ist es, wenn man mehr Blume nehmen möchte, ist jetzt natürlich schön, das Lila zu dem Glas von der Lilla als Romerie. Finde ich ganz toll. Ja, wenn man mehr Blume nehmen möchte, dann ist es natürlich empfehlenswert, Blumen auszusuchen mit dünnen Blütenstielen. Ja, und es gibt ja auch dann Blumen oder Arten, die ein bisschen dickere Stiele haben. Vor allem zum Beispiel die Dahlien, die haben relativ dicke Blütenstiele. Die würde ich dann nicht nehmen. Ja, es gibt auch manche Rosen, die recht dick sind. Also das mal vermeiden.
dass man eine schöne Wirkung erzielt. Was auch immer ganz hübsch ist, ist entweder, wenn man ein tolles Efeublatt hat, oder sind die sogenannten Galaxblätter. Moment, hole ich gerade mal ein hübsches. Die nehmen wir auch immer um Brautsträuße rum. Die machen zum Beispiel einen sehr schönen Abschluss. Und so kann man auch mal so Galaxblättchen nehmen. Da fehlt mir jetzt aber schon noch ein bisschen Blume. Hätte ich gar noch dabei. Mal gucken, ob die Dahlie. Ja, ja, genau. Hier, die hat unten so einen riesen fetten Stiel. Aber um das Ganze, um diesen dicken Stiel zu umgehen, nehme ich jetzt einfach, schneide ich sie einfach hier so raus und setze die unten rein. Genau, so mache ich das einfach mal. Da noch ein bisschen Pitou. Also man sieht es schon jetzt, sieht man ganz genau den Grund, warum das Wasser bis oben gefüllt sein muss. Also ich kann leider gar nicht jeden Blütenstiel bis unten hin ja, laufen lassen. Es ist ein kleines Platzproblem. Vor allem, wenn man so viele Blumen hat wie ich und so wenig Platz hat. Okay. Ja. Und schön finde ich natürlich auch, wenn es so bunt ist. Und um diesen bunten Charakter zu gewährleisten, habe ich auch extra noch die Brodea. Ja, die sind auch so schön spielerisch. Das ist eine ganz tolle Blüte, wie so kleine Glöckchen, so blaue. Die braucht ein paar Tage, bis sie aufgeht. Ja, also die muss man schon früh genug kaufen, weil die macht es auch so, ja, die bringt auch so eine schöne Spielerei. So, ja, die Dahlienstiele, die können wir mal wieder wegstellen. Also was auch relativ schmale Stiele hat und auch sehr schön ist, allerdings, da haben wir natürlich diese Knoten, das sind auch wieder mal meine heißgeliebten Nelken. Ja, aber die geht noch rein. So, und dann brauche ich noch so eine kleine Spielerei mit dem Grün. Ja, ich finde, das ist doch schon mal ein schönes Arrangement. Ein Gläschen habe ich noch. Ich hätte noch so viel Blumen, aber ich habe zu wenig Gläser. Nein, ich habe zu wenig Platz in den Gläsern. Sorry, ich muss es anders formulieren. So, und zu dem Tablett. Genau, das Tablett, das kommt gleich noch mit ins Rennen. Zu dem Tablett noch eine kleine Anmerkung. Also das gibt es jetzt bei Floristik24, aber, und das wird auch an Weihnachten noch sehr interessant, da werde ich noch eine tolle Idee zeigen. Also es lohnt sich, dieses Tablett zu bestellen, bevor es ausverkauft ist. Und man kann jetzt sowohl im Sommer was Tolles damit machen, als auch dann an Weihnachten, weil ich werde auch auf diesem Tablett noch eine adventliche Arbeit zeigen. Eine kleine Vorschau auf Weihnachten genehmige ich mir dann doch. So, was mache ich denn noch? Also was ich ja immer, es ist ja immer so toll, ne, mit Alstromerien. Ein Stiel und wunderschöne Spielerei und es ist alles gefüllt. Und dann kann man noch einen Stiel Muschigras nehmen. Also wenn man solche Arbeiten macht, das ist auch interessant. Ihr seht, ich nehme immer den Blütenstiel, halte den mal so an von der Länge her und dann erst schneide ich ihn ab. Und hier gilt auch die Regel, abschneiden geht immer. Nee, das ist nicht schön. Abschneiden geht immer, verlängern geht gar nicht. Und deswegen würde ich immer mich vorsichtig ranarbeiten an die Länge. Immer erstmal testen und dann erst schneiden. Weil wenn es mal zu kurz ist, dann kann man den Stiel nicht mehr verlängern. Und deswegen immer so häppchenweise kürzer schneiden ist die Herangehensweise, die sich absolut empfiehlt. So, jetzt haben wir schon unsere... Hier haben wir nochmal einen Gypso. Komm, der passt noch rein. Schleierkraut passt immer noch rein. So ein dünnes Stielchen. Moment. Und macht es so schön spielerisch. Herrlich. Ah, wunderbar. Ja, und jetzt kommt eigentlich gleich mein, genau dieses Arrangement, dieses bunte, blumige Arrangement. Bewusst mit verschiedenen Farben, lässig gestaltet. Könnte man fast, wenn man Gäste hat, da gibt es so für die Käseplatten diesen Drehteller.
Den könnte man hier drunter machen und dann immer mal ein bisschen drehen. Und dann kriegt jeder immer eine andere Ansicht, je nachdem, wo er sitzt. Aber ich finde, das ist schon sehr, sehr schön. Ja, und sehr blumig so arrangiert. So eine nette Kleinigkeit fehlt mir noch. Die kommt noch. Kleinen Augenblick. Ich bin ja immer noch für Spielereien zu haben. Und ja, so eine schöne Spielerei wäre einfach eine Efeu-Ranke noch mit drauflegen. Entweder Efeu oder ein bisschen Olive oder eine Weinranke. Also so ein frisches Grün belebt immer sehr und man kann ruhig einfach noch mal was hier unten drauflegen und hat so wunderschön dekoriert. Ja, ich glaube, eine Efeu-Ranke ist auch toll. Die hält der Sonne stand und ja, wie in den Arrangements, die ich auch gezeigt habe in den letzten Videos, ist natürlich das Schöne daran, dass man hier, wenn eine Blüte kaputt ist, kann man die Blüte einfach austauschen, macht eine frische rein. Immer beim Austauschen frisches Wasser machen, ist ganz wichtig. Nicht einfach nur dazu stopfen, dass die Blumen gut halten. Und dann hat man so eine schöne Deko. Und wie lange habe ich jetzt gebraucht? 5 Minuten? Keine Ahnung. Also es war auf jeden Fall blitzschnell. Den Bestelllink zu diesem schönen Dekoteller, den gebe ich euch auch noch mal rein. Und den Bestelllink auch zu diesen hübschen Gläschen. Das könnt ihr alles bei Floristik24 bestellen. Und ich glaube, egal ob für Sommer, für Herbst, mit ein paar Früchten umlegt, egal ob der Adventskranz draufkommt. Also das ist was, das sind so Basic-Deko-Teile, die man eigentlich immer toll gebrauchen kann. Ja, und das war für heute schon meine schnelle Deko-Idee. Vielen Dank, dass du dabei warst. Freue mich über euch, freue mich, dass ihr so viele von euch meine Videos gucken. Das ist echt nach wie vor ganz, ganz toll und es macht total Spaß. Und es gibt mir auch immer Antrieb, wieder neue Ideen auszudenken. Und es sind ja jetzt, glaube ich, schon bald 200 Videos. Ich müsste noch mal zählen, ich habe es nicht gezählt. Aber doch fällt mir immer wieder was ein, wobei ich dann auch für Anregungen und Kommentare immer sehr dankbar bin. Ja, ihr Lieben, dann verbleibe ich heute mit den blumigsten Grüßen und mit einem lieben Dankeschön und sage einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut, eure Margit.